Hallo zusammen! In Wolbeck wurde ja bereits am Montag schon heftig Karneval gefeiert. Doch für die meisten unter uns beginnt der Feiermarathon ja erst mit Altweiber. Und so kurz vor diesem Event stellt sich natürlich noch die Frage nach dem passenden Outfit. Bei allen hartgesottenen Karnevalisten hängt das sicherlich schon seit dem 11.11. im Schrank. Doch für alle Kurzentschlossenen haben wir jetzt noch ein paar Tipps für das richtige Kostüm parat. Meine Kollegin Judith Barton hat sich auf die Suche nach dem idealen Karnevalsoutfit gemacht. Ein Zebra-Kostüm oder eine Banane. Das ist immer gut. Vielleicht so als Banker oder so, als Manager mal zu gehen, finde ich ganz cool. Ein Pirat. Mhm. Ja, das ist gut. Oder Zombie. Feuerwehrmann. Ja, vielen Dank, liebe Leute. Das passende Equipment gibt's dann jetzt hier. Frau Feldmann, Sie sind meine Expertin hier, wenn es um richtiges Equipment karnevalstechnisch geht. Was ist denn jetzt so, ja, kann man sagen, gibt es irgendwie einen Trend oder sonst irgendwie was dieses Jahr? Im Prinzip noch nicht. Das Problem ist immer, die Kindergärten bringen die Themen sehr spät heraus, wobei jetzt im Moment Zirkus angesagt ist seit einer Woche. Bei den Erwachsenen schleicht sich das auch meistens bis in die letzte Woche hinein. Standard wie Pirat, Indianer, Polizei und solche Sachen, das ist jedes Jahr. Aber jetzt so richtig, so ganz grober Trend hat sich noch nicht herausgestellt. Was können Sie mir denn empfehlen? Was würden Sie mir denn ans Herz legen? Weil ich habe auch noch kein Kostüm und ich brauche auf jeden Fall irgendwas. Ja, ist die Frage, möchten Sie lustig oder schick sein? Ach, wir können ja mal alles ausprobieren, würde ich sagen, oder? Frau Feldmann, wie viele Kostüme oder Waren haben Sie hier eigentlich, also Verkleidungsgeschichten? Ich denke mal, wir haben ca. 2000 Artikel, verschiedene Artikel, davon 2/3 im Accessoire-Bereich und 1/3 im Kostümbereich. Was sind so die ausgefallensten Sachen, die Sie so jetzt in den letzten Jahren hatten oder was so bei Ihnen zu erwerben ist? Also wir bemühen uns immer sehr ausgefallene Perücken, Hüte, im Schmuckbereich sehr ausgefallen zu sein, Handschuhe, eigentlich alles, was man zu seinem normalen Outfit von zu Hause kombinieren kann, weil nicht jeder möchte gerne viel Geld ausgeben und daher halt einfach nur auf ein Accessoire zurückgreifen und da haben wir uns halt ganz stark gemacht. Ja, gibt es denn so das perfekte Kostüm für jeden oder ist eigentlich alles erlaubt im Karneval, was einem schön erscheint? Es ist alles erlaubt. Und das Wichtigste ist, man fühlt sich einfach wohl. Das kann völlig schräg sein, das kann schick sein, das kann lustig sein, das ist ganz egal. Man muss sich einfach nur wohlfühlen, weil wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man auch keinen Spaß haben. Und Karneval sollte bekanntlich ja lustig sein und Spaß machen. Und damit auch ich an Karneval Spaß habe, suchen wir nochmal schnell nach einem perfekten Kostüm. Wild und verwegen soll es sein. Ja, Krönchen ist auch dabei, passende Farbe. Ich glaube, ich habe mein Karnevalskostüm für dieses Jahr gefunden. Ja, Judith, mit dem Outfit kann Karneval für dich ja dann losgehen. Viel Spaß dabei. Wo geht ihr denn eigentlich Altweiber feiern? Habt ihr Tipps für uns und unsere Zuschauer? Dann postet die doch mal auf unserer Münsterama-Facebook-Seite. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo. Doch bevor ihr das Tanzbein schwingt und vielleicht dabei ein oder zwei Schnäpschen trinkt, solltet ihr euch eine gute Grundlage schaffen. Und was ist da besser als ein guter Döner? Unser Münsterama-Zuschauer Stefan hat sich für euch auf den Weg gemacht, um den besten Döner der Stadt zu krönen. Heute zeigen wir euch seine erste Station, der Hampoint am Hauptbahnhof. Der perfekte Döner im Bahnhofsviertel. Wie muss er sein? So? Oder etwa so? Dieser Mann wird das für uns testen. Ja, hallo, ich bin der Stefan und ich werde heute für euch Döner testen. Und das sind Stefans Kriterien. A, wie schmeckt er? B, wie teuer ist er? Und C, wie schnell sind die Jungs? Erster Halt, Hampoint am Hauptbahnhof. Hallo, ich hätte gerne eine Gyros-Tasche, bitte. Okay. Und los. Ja.
Okay, 2 Minuten 42, eine gute Zeit. Ja, also ich muss sagen, der Döner fühlt sich schon mal sehr warm an und ich glaube, ich packe den jetzt erstmal aus. Der Salat ist schön frisch. Das Fleisch lecker. Ja, die Soße ist auch sehr lecker. Also die Schärfe ist auch okay. Ihr habt gesagt, ein bisschen scharf und naja, es ist ein bisschen scharf. Gefällt mir gut. Dann bewerten wir jetzt die Gyros-Tasche. Zum Geschmack würde ich sagen, der war sehr, sehr gut. Da würde ich 5 Punkte geben. Der Preis ist auch okay mit 3,50 Euro. Da würde ich 4 Punkte für geben. Und für die Schnelligkeit, das waren knappe 3 Minuten, das ist auch noch gut in der Zeit, da verhungert man nicht. 5 Punkte. Na, das sah doch schon mal echt lecker aus. Morgen testet Stefan für uns den Döner beim Orient Grill. Mal schauen, wie seine Bewertung da ausfällt. Das solltet ihr also auf keinen Fall verpassen. Übrigens könnt auch ihr bei unserem Zuschauertest mitmachen. Wollt ihr die besten Cocktails der Stadt testen oder wollt ihr lieber die Fitnessstudios der Stadt auf den Prüfstand stellen? Bei Interesse schreibt uns einfach eine kurze E-Mail mit eurem Namen und eurem Testwunsch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Vorschläge und ich verabschiede mich jetzt für heute. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Bis dann!